Jo, moin, grüezi und servus miteinander. Ich bin's, der Mats von Tenir und Tour. Und heute gibt's ein Tipps für Fahranfänger Herbstzeit Spezial. Und ja, fangen wir doch gleich an mit Tipp Nummer 1. Zieh dich ausreichend warm an. Ja, das A und O jetzt im Herbst und auch natürlich auch im Winter dann dick einpacken, weil man kriegt natürlich ganz schnell kalt an den Händen. Und wenn man friert, ist man nicht mehr so aufmerksam, man wird müde, man hat weniger Griffgefühl in den Händen. Darum dick einpacken. Meine beste Erfahrung ist, Oberkörper wirklich sehr, sehr gut schützen. Wenn der warm ist, wird einem auch in den Füßen und in den Händen nicht so schnell kalt. Und ja, wenn das auch nichts mehr hilft, dann kauft euch doch eine Griffheizung. Passt zu jedem Motorrad, sieht man kaum. Und die ist echt Gold wert. Wir haben jetzt 8 Grad hier. Ich habe Sommerhandschuhe an. Geiles Ding, oder? Ja, nächster Tipp. Vorsicht vor der tiefstehenden Sonne. Ja, ich habe das ein paar Mal erlebt auf einer Pässefahrt. Und ja, habe mich dann ungefähr so gefühlt. Leicht übertrieben, aber so ungefähr fühlt sich das an. Ist natürlich so, wenn die Sonne aufs Visier scheint, bricht sich das Licht in jeden kleinsten Kratzer. Da gibt es eine kleine Abhilfe. Man kann sich entweder so einen Streifen hier hinkleben. Jetzt läuft das Visier an, auch nicht toll, aber vielleicht sieht man es. So einen Streifen oben am Helm. Am Visier, der das noch ein bisschen abdunkelt, und mit der Sonnenblende und dem Streifen ist schon ziemlich guter Schutz. Aber am besten, und deshalb habe ich auch den Helm, ist sowas hier. Da trifft das Licht gar nicht erst aufs Visier und aufs Auge. Und wenn ich den Kopf ein bisschen senke, habe ich Freisicht. Also wirklich eine tolle Sache, kann ich empfehlen. Ja, nächster Tipp. Fahre vorausschauend und passe deine Geschwindigkeit an. Eigentlich der wichtigste von allen Tipps, denn jetzt im Herbst liegt wieder Laub auf der Straße. Es ist länger feucht, wenn es mal ein bisschen geregnet hat oder auch vom Nebel. Fallobst liegt natürlich auch auf Straßen, und das sind also Sachen, die für uns Motorradfahrer sehr schnell sehr gefährlich werden können. Gerade wenn es in Kurven ist, mit Schräglage, da hast du keine Chance. Darum vorausschauend fahren und auch ein bisschen langsamer. Nächster Tipp. Achte auf glatte Stellen durch überfrierende Nässe. Ja, hier das Gleiche. Und zwar passiert das oft bei der Nebelgrenze. Und genau in diesem Bereich, wenn es ausreichend kalt ist, gefriert der am Boden fest, also raureif. Auf der Straße sieht man das unter Umständen aber kaum. Wie das aussieht, kann ich mal zeigen. Ja, und ich muss sagen, da habe ich mit voller Absicht eine Bremsung hingelegt, mit einer Hinterradbremse. Einfach mal, um zu sehen, wie ist denn die Bodenhaftung. Und ja, das Arsch der Tenir ist einfach mal weggeschliffen. Also keine Chance. Ich konnte sie noch halten, einfach Kupplung ziehen und rollen lassen, aber hätte auch schief gehen können, wenn ich das, ja, wenn man irgendwo um eine Kurve fährt und ich hätte das nicht gesehen. Dann Abflug, mein lieber Scholli. Ja, und nächster Tipp. Vorsicht bei der Fahrt im Nebel. Ja, auch hier geht es wieder um den Nebel. Ist ja eine Sache, wenn man in den Nebel hineinfährt, dann sieht man erstmal weniger, klar. Aber, das passiert beim Motorradhelm und dem Visier ganz gerne mal, die kleinen Wassertropfen beschlagen auf dem Visier. Das passiert ganz langsam. Also am Anfang merkst du nichts, denkst einfach, ja klar, Nebel sehe ich fast nichts, und der wird aber irgendwie immer dichter. Das sind aber wirklich die Wassertröpfchen, und da kann ich empfehlen, so eine, gibt Handschuhe mit einer, so einem Wischer für Regenfahrten oder eben auch für sowas. Gibt es auch als Anstecker bei Polo, Luis und wie sie alle heißen, die Motorradshops. Und ja, am besten sowas kaufen, weil das ist ziemlich ätzend. Kann ich auch mal zeigen, wie sich das, wie schnell das passiert. Hab's auf einer GoPro bei Nacht. Guck mal. Und ja, da sieht man eigentlich nichts mehr. Ha?
Ja, wenn ihr jetzt auch noch einen Tipp habt, ihr denkt, den hat er vergessen, der ist aber ganz wichtig, schreibt es in die Kommentare. Ich werde das in der Videobeschreibung dann aufnehmen. Und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis zum Blog, um den Vlog auf meiner Webseite. Da werde ich jetzt über die Wintermonate ein bisschen aktiver sein und schreiben. Also guckt mal rein. Und ja, Herbstzeitbericht gibt es auch auf der Webseite unter Ratgeber. Da hat der Rainer vor einem Jahr was geschrieben. Könnt ihr euch nochmal alles durchlesen. Auch auf Teneron Tour. Link auch in der Videobeschreibung. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn nicht, einfach wegklicken. Und ja, die Linke zum Gruß. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergiss Schal und Mütze nicht. Vielleicht gibt's ja Bommel für den